Ja, servus die Malen und grüß euch die Buben. Hinter mir seht ihr den Braunsberg und vor mir seht ihr nicht den Schlossberg, denn der ist hinter euch und da gehe ich heute ein bisschen hin. Schauen wir mal, das Wetter ist richtig angenehm, wir haben 18 Grad, also, aber trotzdem schwitzig beim Raufgehen. Ja, hier war auch vor kurzer Zeit der Tiroler, der war hier heroben am Schlossberg und hat sich umgesehen. Video davon verlinke ich irgendwo da oben an. Ja, und das schaue ich mir jetzt auch einmal ein bisschen an und gehen wir mal. Ja, schöner Ausblick über Hainburg. Ja, da unten sieht man den Turm, wo wir 2 Stunden waren und die Hälfte vom Schlossberg haben wir geschafft. Blick auf die Donau, herrlich, der hat überhaupt kein Wasser mehr, gigantisch. Ja, und da geht's weiter, ein bisschen haben wir noch. Ja, hier gibt's auch noch so eine kleine Höhle, aber die haben sie zugemacht, kein Wunder. Die Leute haben hier alles reingeschmissen. Wie überall anders. Lauter Drecksäcke. Schauen wir mal, ob wir da was filmen können, aber ja, liegt jetzt noch Dreck ohne Ende. Jetzt sind wir gleich oben und da haben wir noch einmal von der Seite auch ein gewaltigen Ausblick auf die Donau und auf die Stadt Hainburg. Ja, gigantisch. Ja, die letzten Meter, die Ruine sieht man schon. Und da vorne haben wir dann auch noch eine Aussichtsplattform. Ich würde sagen, wenn der Scheinwerfer losgeht, stehen wir im Rampenlicht. Ja, hier der Eingang zur Burg. Und ich denke, von da oben werden wir einen schönen Ausblick haben. Schauen wir mal. Jetzt geht es einmal hoch. Und hier der Ausblick. Wow. Ja, da war mein Hausberg im Hintergrund. Und da oben das Türmchen. Ja, hier ist die Burg aus. Und das, was ihr jetzt gerade seht, ist quasi die Rückseite von meinem Hausberg, der sich da entlang bis da unten auf das Ende zieht. Ist richtig groß hier herinnen und eigentlich schön in Schuss gehalten. Und auch hier immer wieder so schöne Abgänge, die, wie man an der Wand sieht, schön mit Ziegeln ausgebessert wurde und in Schuss gehalten. Auch hier ist ein Durchgang.
Ja, da sind wir wieder außerhalb von der Burg. Ah, hier noch ein paar Steine zum Restaurieren. Jetzt sind wir wieder an einer der Außenmauern herüben. Also hier drüben der Blick auf in die Slowakei, Bratislava. Ich weiß nicht, ob man da hinten den kleinen Turm erkennen kann. Die Spitze, das ist der Fernsehturm von Bratislava. Und wie es bei jeder Burg so ist, es geht natürlich überall da abwärts. Ja, ich denke, das Ekel da hinten gehört jetzt mir, da werde ich einmal ein bisschen gemütlich machen und eine Kleinigkeit essen. Ja, Freunde, haben wir da heute was Kaltes mitgenommen, so einen Farmersalat. Das sollte eigentlich reichen bei den Temperaturen. Mahlzeit. Da sehen wir noch ein paar schon. Ja, es dürfte ein bisschen bewölkt werden, zieht sich zu. Ja, vielleicht regnet es noch einmal. Es stört gar nicht. Ja, Essen ist vorbei. Ja, und ich weiß, was jetzt nicht fehlen darf, ist klar. Nämlich ein gepflegtes Käfchen. Ja, da habe ich so einen kleinen Windschutz sicherheitshalber. Und heute wieder Beinpaste. So. Und rauf damit. Ja, und mit diesem tollen Ausblick grüße ich als erstes einmal wieder meine Krankensäseln und dann alle anderen Brustfreunde. Ja, da ist ja das gleich doppelt so schön bei so einer Top-Aussicht. Platzerl ist wieder sauber und es geht wieder zurück. Ja, Wetter trübt sich zu, so wie es ausschaut, aber das macht nichts. Denn ich werde sowieso jetzt den Heimweg antreten. Das, was ich vorgehabt habe, das habe ich abgehakt, das habe ich euch auch gezeigt. Und jetzt geht es wieder schön gemütlich auf den Heimweg. Jetzt habe ich dann doch noch was entdeckt. Ich glaube, da war der Tiroler auch drinnen. Ein Wasserwerk, so wie es ausschaut. Liegt direkt neben dem Weg auch. Ja, ich glaube, das war's mit den Highlights. Ich bin auch schon wieder am Rückweg und melde mich wieder, wenn ich unten am Auto angekommen bin. Ja, Freunde, ich bin wieder herunter angekommen. Die letzten Schritte bis zum Auto. Und ich sage wie immer, danke fürs Zuschauen. Danke fürs Mitlaufen. Wünsche euch noch einen schönen Tag, eine schöne Woche. Und servus die Malen und pfiat euch die Burg.